Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Orcs Must Die. Diesmal der dritte Teil. Ich bin Sky und Illu. Servus. Diesmal starten wir bei den großen Tälern, dem fünften Level. Ja, dann gucken wir uns mal an, wo die rauskommen. Ich sehe hier schon vorgefertigte Barrikaden bei dem Level. Die kommen hier raus, die zwei. Gucken wir mal, wo sie hinwollen. Aha. Aha, Was alles zu. ein nerviges Level. Ja, übertrieben. Ah, die wollen hier hinten rein. Alles klar. Gut, So, gut, was gut. packe ich denn mal ein? Dann gucken wir mal. Ja. Packen wir mal ein, machen wir das hier alles mal raus. Mal den Elektro-Purzler mit. Gucken wir mal. Meine Falschbohrer. Danke. Also. Kannst du die Elektrobrutzler auch an Wände setzen? Hast du die so gemoddet, dass sie auch an Wände gehen oder gehen die Kann nur die an an Decken? Wände und an Decken sitzen. Okay. Weil ich habe mir überlegt, ich werde das so machen, ich werde mal mit NPCs das Level machen. Das heißt, ich werde die Bogenschützen einpacken, die Zwerge und die Paladine. Ja. Und dann wärst du Warum nicht? für die Fallen zuständig. Die Elektroputzler sind halt nur scheiß teuer, die kosten 1000 Punkte. Ah. So oft kann ich die nicht setzen, aber ich versuche die immer hier in diese Eingänge hier zu setzen, weil die kommen ja meist hier durch. Ja. Ja, was heißt meist, die kommen ja nur hier rechts, Mitte, links, dass sie hier an den Elektroputzlern vorbei müssen. Ah. Wir haben eine gute Reichweite, da schicke ich die da, Dann decke gucken wir ich die mal, wie ich hier das an mache. der Wände ran und dann werden die geputzelt. Weil ich wollte auf jede Seite drei Paladine setzen. Nur die kosten halt 1200. Das heißt, ich kann jetzt am Anfang erstmal nur einen setzen. Ich würde die jetzt hier hinsetzen. Und für den nächsten, ja, muss ich dann die Wave abwarten. Gucken wir gerade, was für Gegner kommen. Was ich nicht mehr kann, weil wir schon mal im Zauberbuch, weil wir schon eine Falle gesetzt haben. Verdammt. Na, egal. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Egal. Das sehen wir dann. Na gut, okay, dann würde ich sagen, testen wir das einfach mal so. Wird schon Ja, schief gehen. ich habe noch ein paar Eisfallen dabei, meine Säurefalle. Okay, dann Das ist starten meine wir mal. Show und sie wird euch umhauen. Ja, dann wollen wir mal. Gucken, was rauskommt. Ah, wir haben ein paar normale Orks. Na gut. Gehen direkt links lang. Jo. Dann bleib du mal links. Ich fange alles, was hier vorne rankommt, fange ich ab. Habe ich die Elektroputzler natürlich sehr intelligent gesetzt. Erbt. Schon einer getroffen, Schweinehund. Na, das kriegen wir hin, das sind nur so ein paar. Hier, du kannst den Leuten mal zeigen, die Lore hier oben oder die Bomben hier an den Decken hängen. Ja, stimmt, das hat man ja noch gar nicht. Ja, dann gucken wir mal, wenn die jetzt hier so nochmal Wir eine haben ja fährt. Na komm, wo ist die eine? Ja, die in müssen dem wir jetzt 10. erstmal Level, platt machen. wir haben in dem 10. Level so stark mit der Lore gespielt, weil hier ist ja geil, wenn du die hier anschießt, kommt ja hier die Lava raus. Genau, also wenn man mit dem Fahnenkreuz auf bestimmte Gegenstände, zum Beispiel an der Decke hier, die aufleuchten, zielt, dann kann man mit denen interagieren, indem man einfach drauf schießt. In dem Fall kommt hier Lava raus. Kannst du die mal bitte wegmachen? Ich habe keinen Mana mehr. Ja, klar. Das ist ja sinnlos. Pups. Verrecken. Okay, alles klar. So, dann habe ich jetzt. Kann ich hier noch einsetzen? Ich will die auf gleiche Höhe setzen. So. Noch 120 und dann. Okay, Pioniere. Pioniere bei dir. Vorsicht. Oh, die kleinen Viecher, auf die müsst ihr höllisch aufpassen mit den Bomben auf dem Rücken. Die können Das ist einen ein abartig schnell. instant umhauen. Das hört man in diesem hellen Pfeifton, wenn die kommen. Da wissen wir schon gleich Bescheid. Vor allem, sie können auch Barrikaden wegsprengen. Ja, da warum ist mein Mana so schnell weg? Ja, hier. Ja, mal gar nicht sparsam. Ich mach mal das Mana Trinket an. Ja, zur Not sitzen die Paladine hier auch noch. Die fangen schon was ab. Ihr seht hier, die Barrikaden sind schon eingekracht. Also vor denen muss man höllisch aufpassen, die Mistviecher. Boah, diese ganzen Ork-Armbrustschützen, die gehen mir so auf den Sender. Sind halt nicht nur scheiß schnell diese Saboteure, sondern mit ihren Oh, Fresshölle. Drecksbomben Ja. erreichen. Was? So, Paladine. Paladine, die großen Viecher, die halten wahnsinnig viel aus und können große Feinde auch stunnen, wenn man es geskillt hat. Da Okay, wieder Pioniere. Saboteure. Ja, Vorsicht. Da sind sie. Ja, die haben hier Na, in der drüben schon. Mitte. Oh!
Die Barrikaden in der Mitte sind weg, alle. Ja, hier drüben auch fast. Hey, guck mal, ein Schädel. Die Zwergenkämpfer hier, das sind Nah- und Fernkämpfer, die können so Bomben schmeißen, auch sehr effektiv. Und dahinter setzen wir dann die Bogenschützen. Ich will mal links, ja, ich mach mal hier links, mach sauber. Ja. Okay, ja, schmeiß die Bombe aber irgendwie beschissen. Ja, lass mal den Paladin mal machen. Dafür ist er ja da. Teufel wirst du tun, du Kroppel. So, wunderbar. So, dann setzen wir hier nochmal Zwerg und hier auch. Da hinten dann nochmal Bogenschützen. Gut, hier fehlt jetzt nur noch ein Bogenschütze und habe ich auf jeder Seite drei NPCs. Oh nein, wo kommen sie? Links kommen sie, links. Okay, jetzt Mitte. Und bups. So, jetzt hier nochmal schnell einen Bogenschütze. Das ist echt das Einzige, was an dem Level nervig ist, diese Saboteure, die machen die Barrikaden kaputt. Du hast nicht mehr so wirklich Schutz und übersiehst du so ein Vieh, das rennt dich an, explodiert und dann verreckst du. Ja, und dann bist du ganz schnell raus. Zack, oh je, was für ein Monster, Alter. Hier, fress Dreck. Viele. Ja, einfach draufhauen, los, komm. Der Elementar musst du eh machen. Ja, der hält die Schnauze jetzt. Ja, weil so läuft das doch. Oh, ja, oh, guck mal auf die Minimap, was da für ein Ball kommt, ey, auf uns zu. Ja, Wahnsinn. Ja. Guck, was war das hier gleich mal? Treten. So. Bleibst du mal liegen. Jetzt hältst du die Schnauze. Ja, die Paladine halten die gut auf, das ist super. Da ist noch einer. Ah, oh, was? Der fette Ork von mir. Jawohl. So, jetzt können wir nochmal Paladine setzen hier ein. Sehr schön. Mit da stehen zwei. Noch ein paar Slow. Pioniere, rechts. Okay, hab ich. Na, lassen wir die mal rankommen, dann können wir hier mal Bums machen. Boom! Auf die Schnauze, jawoll. Das war's schon? Nee, hier. Nee, da kommt's noch. Ich brauch Punkte. Ich möchte Fallen bauen. So. Ja, das sind zwar immer so viele Orks, aber viele Punkte gibt es trotzdem nicht. Ja, wir kriegen richtig viele Punkte bei Leveln, wo wir halt die Fallen kombinieren können, ne? Ja. Da, ich erinnere mich nur an diesen einen kurzen kleinen Durchgang, den wir, ich glaube, beim 6. oder 7. Level mal gedefft haben. Das war super. Du hältst die Schnauze hier, du Kröppel. Ja, wunderbar. Also, wie viele waren das? Ja. Fehlt drüben noch ein Paladin. Weiter kommen sie eh nicht. Ups. Da links sind Erdelementare. Links, okay, komm. Na, Schnauze halt. Wunderbar. So, und so. Okay, zwei Paladine reichen. Das heißt, wir haben 4, 8, 12. NPCs kann man maximal 25 auf einer Map platzieren. Oh, beide Seiten, Vorsicht. Oh, und diese kleinen Kröppel. Alter. War das straight auf mich zugekommen, die Saboteure. Diese kleinen Viecher müssen wir aufpassen, die kommen jetzt auch. Presst meine Blitze. Gewitterwolke, es regnet. Ja, nee, mein Feuer vom Kürbis geht aus, ich geh hier weg. So. Okay, was schießt er hier? Das Feuer von meinem Kürbis geht aus. Ja. Schon wieder so einer hier. Komm, hau ab, Alter. So, Mini ist ein Erdelementar. Gut. Oh, die Paladine sind so cool, die halten die auf, ist mega. Ja. So, da ist noch einer. Also ja. Viele Erdelementare, da kann ich nichts machen. Jo. Das war brutzeln. Ah, wunderbar. Ja. Jawoll, wunderbar. Jetzt gibt's das Feind. Pioniere. Oh. Okay, alles klar? Ja. Okay. Viele schwere Orks, müssen wir aufpassen.
wir hier noch einen Zwerg setzen und einen Bogenschützen. Ups! Ey, da ist er weg! Na, komm ran, du Krüppel! Oh, Mann, da dran! Meins! Ey, geht kaputt! Der Erdelementar von den NPCs auseinandergenommen. Ja, komm! Tschüss! Tschüss! So, gucken wir mal. Ups! Was ist hier los, ey? Du Krüppel, ey, hau ab! In der Mitte rasten sie wieder aus hier, oder? Hab ich die Fallspucker natürlich umsonst eingepackt, ne? Aber ich kann die hier nirgendwo dran machen. Ja. Nur hier in den Durchgängen, aber da kommt keiner durch. Naja, das ist natürlich auch doof. Egal, passt schon, kriegen wir hin. Oh, mal gucken. Ey, diese Erdelementare, ne? Gehen wir so im Sinne. So, gucken wir mal. Naja, sind sie gar nicht. Das war eine Lüge. So, dann gucken wir mal weiter. Drüben, glaube ich, waren Pioniere. Ja, 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 aber die sind weg. Gut. Gut, was? Ah, hier, dann der Tarot, nehmen wir mal. Mitte, die Kleine der Mitte. Da, hier, friss Dreck. Ja, sieht's aus. Eine entzückende Mordserie. Hier drüben fehlt noch was, glaube ich. Ja, genau. Dann stellen wir den mal. Und den. Den Rest führen wir mit Bogenschützen auf, weil die schießen nämlich in alle Richtungen. Oh, Pioniere, ich weiß nicht wo. Oh, links. Ja. Ja. Ja, aber selbst wenn hier noch was durchkommen sollte, haben wir irgendwas falsch gemacht. Sieht sehr gut aus hier. Definitiv, ja. So. Wenn wir die auch noch auseinander... Hier, guck mal, die Schnauze. Das ist mein Heiltrank. Und voller Eisfallen geflossen. Oh, wieso durch die Gegend fliegen diese fetten... Hier, komm her, hau ab. Ups. Wow. Na. Wunderbar. Na, sowas von. Dann gucken wir gerade mal in die Statistiken rein, wegen des 100% Runs. 25 von 25. 12 Minuten hätten wir. 10 haben wir gebraucht. Das sind die 5 Schädel. Dann machen wir gleich im nächsten Level weiter, würde ich sagen. Jo. So, da sind wir auch schon bei der versteckten Schlucht. Dann machen wir mal sofort weiter. Dann gucken wir mal. Ach ja, das Level. Zeige ich euch mal die kommenden Gegner. Da gibt es nämlich jetzt eine Neuerung. Da haben wir hier die Gallenfledermäuse, die weichen sämtlichen Bodenfallen aus, da es Flugviecher sind, so schimpfen wir die. Die kommen hier oben aus dem Ausgang. Hier kommen die Orks und die wollen in beide Richtungen. Nach hinten. Und hier rein in einen von den beiden. Da haben wir noch was Kleines Neues. Oben rechts auf der Minimap seht ihr diese grünen Eingänge. Das sind Teleporter. So kann man abkürzen bei so einer langen Map. Wenn er durchgeht, seht ihr, kommt da oben in der Minikarte auf dem anderen Ende wieder raus. Ganz cool. Okay. Ja, gucken wir noch mal ins Zauberbuch. Aber ich denke, die Fallen passen so. Gut. Dann würde ich sagen, wir kombinieren mal unsere Fallen. Jo. Ist die mal hier? So, dann gehe ich mal rüber und mache das auf der anderen Seite auch so. So. Und dann dürfte das so passen. Okay. Gut. Dann wollen wir mal starten. 9 Wellen haben wir hier zu absolvieren. Kein Problem. Hauen wir weg. Da fliegen sie schon. Zerfetzen richtig. Aber, ne? Sky, nicht so nah ran. Ja. Roboter und so. I know, I know, I know. I know, I know. Mal was Lustiges nebenbei. Wir haben ein kleines, ich sag mal, Special am Ende des Videos. Also wenn wir uns verabschieden, bitte noch nicht ausschalten. Guckt euch mal die letzten paar Sekunden dann noch an. Da haben wir ein tolles Outtake sozusagen.
Mal gucken, ob euch das gefällt. Und ja. Mir hat's nicht gefallen. Wir machen hier erstmal weiter. Aber lustig war's trotzdem. Ah, oh, fette. Oh, das passiert mir ständig. Hallo, geht kaputt? Was ist das für ein Affe hier? Warum? Gut. Auf der rechten Seite ist auch ein Erdelement. Bobs. Und raus. Sind zwei? Sind es null? Oh, das sieht gut aus. Die drei haben wir fertig, die Wand. So, jetzt hier drüben noch. Los geht's. Gut. Ah, ich höre sie schon. Jetzt. Bobs. Genau. Die können grundsätzlich alle Range-Waffen platt machen. Allerdings bevorzuge ich hier den Zwergen-Raketenwerfer, denn er hat mit der rechten Maustaste seine Sekundärfähigkeit so ein Artilleriegeschoss. Damit kann man wunderbar viele Flugviecher auf einmal treffen. Und man spart deutlich an Mana. Wenn ich die da oben wegmachen würde, dann wäre ich sofort Mana. Jo, geht doch tot. Ja, da war gerade ein bisschen penetrant, ne? So. Mal penetrant. Bis jetzt raus hier. Raus. Oh, wieder so ein Fettsack. Komm her. Und Ende. Was ist mit dem los? Hallo. Tschüss. Komm, komm, komm. Oh, er will nicht eingesaugt werden. Oh, hier liegt ein Mana-Tank auf der linken Seite. Cool, dann kann ich. Oh, 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 der hat dich getroffen, den habe ich jetzt gar nicht beobachtet. Und raus. Wunderbar. So, dann hier vorne noch. So, so, so. Passt. Muss jetzt auf der anderen Seite anfangen. Na gut, kriegen wir hin. Ups. Hier an dem Durchgang, ne, wo hier der Übergang ist, da setze ich mal die Fallspucker dran. Genau, gute Sache. Machen wir so. Ja, lass mal die Fallen laufen, mal gucken, ob die eingesaugt werden. Ja. Und weg. Yeah. Oh, du willst nicht? Gut, kriegst halt so auf die Schnauze. Da haben wir wieder Flugviecher. Schön an den Fallspuckern ist ja, dass sie auch slowen. Auf jeden Fall, so macht uns das Ganze einfach. Geh weg. Na, jetzt ist er kaputt. So. Die Dicken hier, die halten einiges aus. Und raus. Jawohl, ihr haut mal ab da oben. Ah, den Ork, den kann. Okay, das so. Ups. Wunderbar. Ey, was willst du denn? Fettes Mistviech. Ich brauche Punkte. Und Ende. Guck mal, die Kleinen hier. Ups. Raus. Oh, schon wieder so ein Dicker. Und Ende. Na wunderbar, hat ja gut funktioniert. Jetzt gibt's was Feines. Ich hier drüben nämlich noch eine Falle setzen, dann wäre ich hier auch schon so gut wie fertig. Ja, aber erst schieße ich daneben, dann hätte ich getroffen, aber dann schieße ich auf die Ja, kann passieren, kann passieren. Jetzt schon wieder. Bobs. So schön wie die Lohn auch sind, aber manchmal nervt. Ja, können wir durch mal in die Dicken hier? Ich mach mal die Flugviecher da oben. Da will ich nicht dauernd gegen eine Lohre schießen. Ich vertraue dir da, du machst das. Na. Nur eingesaugt. Und weg. Okay, er saugt ihn nicht. Und schon wieder die Flugviecher da oben. Oh, mein Mana ist gut wie aus. Aber den kriegen wir noch. Ja, weil. Lass mal die Fallen arbeiten, noch mehr Zeit. Hier noch eine hinsetzen, so. Guck ich noch mal drüben. Du hast hier nicht zufällig gemerkt, wann die Saboteure kommen, ne? Nein, aber ab Welle 5 würde ich vorsichtig sein. Das kriegen wir aber hin. Ich stelle mich ganz weit nach hinten. Okay. Und raus. Noch ein Erdelementar. Ich hab immer den Zwang nach vorne zu laufen. Ja, ich würde sein lassen. Ja.
Ach, was wir im Übrigen auch noch nicht erwähnt haben, von Hause aus, also man kann leider nicht mit zwei Kriegsmagiern oder zweimal der Magierin in dem Koop-Modus sein. Man muss immer entweder oder spielen, beziehungsweise alle beide. Der Kriegsmagier hat grundsätzlich weniger Mana als die Magierin, aber mehr Leben. Das seht ihr auch, ne? Oben links. Allerdings, dank des Mana-Trinkets, haben wir beide viel Mana. Das haben wir gemacht, weil es wirklich notwendig ist hier in dem Spiel. Vor allem ab dem zweiten, spätestens ab dem dritten Schwierigkeitsgrad werdet ihr froh sein, dass ihr das Mana-Trinket dabei habt. Und ja, aus dem Grund vor allem die Magierin nicht im Nahkampf. Könnte übel enden. Ja. Vor allem bei Saboteuren. Ah, ich kümmere mich um die Flugviecher. Da Da sind sie. sind sie. Und tschüss. Oh, 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 Geh oh, weit oh, oh, weg. oh, 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 ja, ich auch. Diese Mistviecher. Okay, ich hab wieder an die Lore. Ich glaube, du hast mich angeschossen. Oder dich. Ich mach das meiner Tun genannt, ich will's mal hier raus. Super Sache, dann machen wir mal Feuer her. Bops, bops, bops. Die rollen irgendwo hin, alles noch. So, aber dann haben wir ja genug Kohle für hier schon mal ein paar Flämmchen. So, mal gucken. Und sie werden brutzeln. Ja. Fatzer, Hölle. Als nächstes werde ich mal den Mana-Brunnen setzen. Höllisch auf diese Pioniere aufpassen. Und da, was habe ich gesagt? Da kommen sie schon. Ich habe kein Mana, ich kann sie leider. Kein Problem, ich arbeite dran. Und ich hab's. Lauf mich auch hier in die Mitte. Ja, alle Feinde ignorieren diese Mitte, aber diese Pioniere laufen straight zur Mitte. Ja, die kommen hier hoch. Die kommen hoch. Krass. Na, wunderbar. Nächste Welle. So, Mana-Brunnen, den packe ich mal auf die rechte Seite. Alles klar. Da ist er. Alles klar. So, Welle 6 von 9, da haben wir es ja fast. Bis jetzt sieht alles gut aus. Kannst den Leuten ja mal ganz kurz zeigen, wie das mit dem Mana-Brunnen funktioniert. Klar, dann schieße ich mal hier Mana raus. Wenn du mal drauf gehst, der lädt sich ja gerade voll. Wenn man mit dem Fahnenkreuz drauf ist, ist ja um den Balken, der lädt sich ja voll. Sobald man dran geht, leert er sich ja wieder. Genau. Und mit der Zeit wird der Balken auch wieder voll. Kann man da halt schön Mana abziehen. Das gleiche Pendant hat auch der Kriegsmagier, nur eben als Lebensbrunnen, als Heilbrunnen. Und nur die Magierin kann den Mana-Brunnen setzen. So. Oh, sieht doch gut aus hier. Ja, nur dass wir den Lebensbrunnen bisher eigentlich noch nie gebraucht haben. Nee, eigentlich nicht. Mana-Brunnen ist viel wichtiger. Da geht meistens immer eher das Mana, also wenn die hier... Ja gut. Pioniere? Ja, Pioniere. Oh, alle weg. Mit einem Streich. Versteckt mich. Oh, das waren viele, kannst du mir glauben. Ich hab ein Stück weiter hinter. Den Viecher kommen. Ah, sieht aber gut aus. Das ist halt das Schöne bei den kleinen Viechern, wenn die hier so mehr oder weniger in einem Pack rumlaufen, schießt er einmal rein mit einem Blitz, dadurch, dass er überspringt. Die halt alle die alle relativ schnell tot. Ja, absolut. Und der geht... Verblabbert, Alter. Und tschüss. Los. Oh, warte, ein Fessel. So. Gucken wir mal. Was können wir denn hier noch machen? Das wird sich hübsch an dir machen. Ja, setzen wir einfach noch ein paar Fallspucker hier oben drauf. So. Die Fackeln da vorne und brennen und fahren zur Hölle. Sehr schön. Oh, was passiert bei dir? Und tschüss. Schieß noch ein bisschen rein, wir haben ja genug Mana. Ah, da oben kommen schon Flugviecher. Und ein bisschen rausfliegen. Jawohl. Ich nehme mal einen Schluck von Mana. Ich setze auch mal Mana Trinket ein, weil ich brauche jetzt ein bisschen was. Da kommen viele Flugviecher und diese Stein-Elementare. Ah, ja, toll. Ja, sorry, das musste ich jetzt machen. Oh, 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 oh! Oh, oh, ey. Dieses Geräusch, ne? Und schon fängst du an zu rennen. Ja. Ja.
gleich wird's ernst. Vor allem ist das einzige Geräusch in dem Spiel, wo ich immer packe. Vor allem, wenn man ganz weit vorne steht. Als Magier sowieso total kontraproduktiv ist, aber man will halt einfach nah dran sein. Man möchte sie halt einfach umhauen im Nahkampf, ja. Und dann kommt halt die Saboteure und dann macht's. Ups! Schlimmste Kombination sind sowieso diese beschissenen Worgen und diese blödsinnigen Pioniere. Die Worgen slowen dich und dann kommst du nicht mehr weg und beißt ins Gras. Ja. Da müssen ja noch nicht mal die Saboteure kommen. Da ich ja ein bisschen weniger Leben habe mit der Kriegsmagierin, haut mich so ein Worge, slowt mich, ich komme nicht mehr weg. Kann ich springen oder rennen, ich will, geht nicht. Und dann Game over. Puncht er mich noch zweimal und dann war's das. Deswegen im zweiten Video erwähnt, meine totalen Passgegner. Auf jeden Fall. So, gucken wir mal hier, da sind noch so ein paar Flugviecher und raus. Auf dich an denen schon gestorben bin, das ist nicht mehr normal. Sind aber auch nervig. Schädel gehört. Also wenn du Leben verlieren solltest und rechtzeitig da vorne hinkommst, machst du dich Heiltränke. So, ja, ist ja gut jetzt hier. Erdelementare. Bräuchte mal Mana. Muss mal kurz an Mana Brunnen gehen. Ah, der ist fast leer, scheiße. Ah. Ich hab noch einen neuen gesetzt. Geh mal da dran, das ist auch noch ein bisschen. Sehr gut. Auf der anderen Seite oder wo hast du ihn? Ah, hier, gut. Ne, hier auch direkt da. Sehr schön. Und weiter geht's. Letzte Welle. Und diesmal höllisch auf diese Pioniere aufpassen. Aber mal kommen. Treff nix. Weißt du, deswegen gehe ich immer so nah ran. Stehe ich hier hinten, treffe ich gar nichts. Kannst du das nicht? Wenn ich den Raketenwerfer in der Hand habe und mittlere Maustaste drücke, habe ich so eine Art Zoom. Kannst du das auch mit deinem Ring? Nee, leider nicht. Das ist meine Menge Toter. Wäre echt geil, so ein Zoom, aber irgendwie habe ich den nicht. Doof. Aber deswegen, ich stehe hin und treffe gar nichts und wenn ich nach vorne gehe, dann treffe ich zwar alles, aber dann trifft mich auch nichts. Muss ein bisschen aufpassen, kriegen wir hin. Oh, was ist das jetzt hier? Gut. Ja, die müsstest du jetzt machen, weil mein Mana ist low, ich muss da oben die Flugviecher kaputt hauen. Was? Ja. Ja, das dürfte es gewesen sein, gut. Ich kümmere mich mal um die rechte Seite. Achso, links kommt ja eh gerade nichts. Ja, links kommt ja gut. Nichts mehr. Na, wunderbar. Ich wette, da kommen jetzt noch. Ah, kommen Armbrustschützen links. Mach mal Mana schon jetzt an, ja. Weil wenn jetzt Saboteure kommen, dann möchte ich schon gerne Mana haben. Wunderbar. Treffer. Obwohl. Das hat sicher wehgetan. Und schon wieder die Dicken. Na dann. Ich glaube, da kommen jetzt keine Saboteure. Ich gehe trotzdem nicht vor. Nee, ich auch nicht. So, und raus. Jawoll. Wunderbar. Schafft's. Na, das hat doch gut funktioniert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir mal in die Statistiken. Und wir haben 30 von 30, 17 Minuten hätten wir und 14:30 haben wir gebraucht. Wunderbar, das sind die 5 Schädel. Cool, und sogar kein Leben verloren, yay. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war Level 5 und 6 von dem Story Mode in Orcsmastered 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns auf jeden Fall freuen, wie immer. Und vergesst nicht, guckt bitte bis zum Ende des Videos, selbst nach unserer Verabschiedung, da haben wir noch was Kleines für euch. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Bis dann, ciao! Das war schnell. Na? Ich kann sagen. Und raus. Ah, guck mal, meine Freunde da oben. Und raus. Jetzt werdet ihr gegrillt. Bomben, 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 Bomben! Oh mein Gott! Oh.
Jetzt habt ihr gesehen, was passiert, wenn man nicht aufpasst. Das, ja, ich sag mal. Kann passieren. Ja, toll.